Grüß Gott und Servus, liebe Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Transport Fever 2. Ich bin Dennis und ja, wir spielen in der zweiten Staffel von Transport Fever 2 mal ein bisschen was anderes. Ich finde es klasse, dass ihr euch am Ende der ersten Staffel rege beteiligt habt und mir Vorschläge geschrieben habt, was wir machen könnten in der Folgestaffel. Und ich habe da jetzt mal so ein bisschen ein Amalgam gebildet aus allem, was ihr da so vorgeschlagen habt. Da kam unter anderem, wir würden gerne, also überwiegend kam da, wir wollen gerne Mitteleuropa haben als Szenario, also die normalen europäischen Gegenden sozusagen. Es kam, wir wünschen uns mehr Berge, Dennis, das wäre cool. Es kam der Vorschlag, mach doch mal was mit Mods, also lad doch mal vielleicht ein, zwei Mods runter und probier die mal aus. Es gab noch ein paar Vorschläge, ich habe das jetzt mal alles zusammengeschmissen und hab da tatsächlich jetzt mal ein Konzept draus gemacht und tatsächlich einige Stunden an Arbeit reingesteckt, um das hier möglichst gut sozusagen vorzubereiten, dass wir da unseren Spaß mit haben können. Ich erkläre auch gleich, was wir jetzt machen werden. Vorweg eine kurze, quasi Entschuldigung. Es gab auch zwei Leute, die sich geäußert hatten unter den letzten Videos der ersten Staffel von Transport Fever 2, dass sie gerne das USA-Szenario hätten. Also so Wüstengegend, Nevada, Utah mit amerikanischen Fahrzeugen. Das machen wir dann vielleicht erst in der dritten Staffel. Habe ich auch Bock drauf, weil ich die Optik gerne mag von diesen staubigen Gegenden sozusagen. So Wilder Westen mäßig. Aber jetzt gewonnen hat aufgrund der größeren Nachfrage jetzt erstmal Mitteleuropa. Und ich hatte auch minimal mehr Lust darauf, das jetzt zu machen. Und meine Güte, habe ich da viel Arbeit reingesteckt. Aber das schauen wir uns jetzt an. Genau, was ihr hier seht, wir machen jetzt erstmal eine Führung über die Karte. Also das Projekt hier, das habt ihr auch schon in der Videoüberschrift und in der Beschreibung gelesen, heißt, ich kann es euch ja kurz zeigen, im Speicherstand, das heißt Eschtal. Eschtal wird diese ganze Staffel heißen, das ist die Gegend, in der wir uns hier bewegen. Und ich kann es vorwegnehmen, wir werden das ein ganz kleines bisschen, also ganz kleines bisschen Roleplayen hier in der zweiten Staffel. Ich bin nämlich als neuer Verwalter dieser Region, Eschtal, als neuer Logistik- bzw. Infrastrukturminister von Eschtal in irgendwo in Österreich, man weiß nicht genau wo, es ist irgendwo in den Alpen, wurde ich berufen und ihr seid mein Beraterstab sozusagen. Das heißt, ihr könnt mich unterstützen, indem ihr mir Hinweise und Tipps gebt oder Wünsche äußert. Ihr könnt gerne auch einer der Bürgermeister zum Beispiel von einer der Städte sein. Ich gehe die gleich alle mal durch. Wer zuerst in den Kommentaren claimt, dass er der Bürgermeister von einer der Städte, es gibt 10 Städte in dieser Region, ist, der ist das dann. Ja, also da wird auch nicht diskutiert. Derjenige ist der Bürgermeister und der darf Wünsche äußern. Der darf sagen, nee, das möchte ich aber bitte anders haben. Dann muss ich werde nicht immer alles auf jeden Fall 100% umsetzen. Ich werde dann aber mit euch drüber diskutieren, im Video euch Rückmeldung geben. Also, jetzt gucken wir uns die Region mal an. Das wird jetzt diese erste Folge sein. Ich weiß noch nicht, wie lang die ist, aber wir werden jetzt einfach mal hier durchgehen und ich werde euch so ein bisschen erklären, was ich gemacht habe. Und wir gucken uns die Städte an und so ein bisschen die Landschaft. Also was ich gemacht habe ist, ich wollte wie gesagt eine bergige mitteleuropäische Region haben. Das habt ihr euch gewünscht, also einige von euch. Ich fand das cool, hab dann den Kartengenerator, den automatischen angeschmissen und dabei rauskam irgendwie nur Scheiße, wenn wir ehrlich sind. Das war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich wollte eigentlich die Alpen haben. Ich wollte Alpen haben und ich wollte einen Fluss durchhaben. So ein bisschen Rhein oder Donau, nur mit Alpen drumherum halt. Und ganz hingekriegt habe ich es natürlich nicht, weil Alpen ist verdammt schwierig in dem Spiel mit dem Erstellen durch das Terraforming, aber ich habe mich angenähert. Was habe ich gemacht? Der automatische Kartengenerator war nicht gut genug. Ich habe mich hingesetzt und habe eine komplett auf einer grünen Wiese angefangen und eine komplette eigene Karte gebaut. Was ist das für eine Karte? Das ist eine längliche Karte im Format 3:1. Ich kann die auch in den Steam Workshop stellen, wenn ihr Bock habt. Dann könnt ihr euch die runterladen und selber spielen. Das werde ich noch machen. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber werde ich tun unter dem Namen Eschtal. Und ich kann auch immer mal, wenn wir dann hier weitergekommen sind mit dem Ausbau der Map, dann werde ich Iterationen, also weitere Versionen von der Karte dann auch bei Steam hochladen in den Workshop. Immer unter dem Namen Eschtal, vielleicht noch mit der Jahreszahl dran oder so.
Mal gucken. Genau. Also, es ist eine längliche Karte. Es führt ein großer Fluss in der Mitte lang. Stellt euch da jetzt einfach mal so ein, die Donau vor oder so, ne? Sowas in der Art. So ein großer Fluss, der einmal durchs Land führt, durch unsere Region hier. Das hier soll sowas sein von Regionsgröße her, sowas wie das, keine Ahnung, Salzburger Land oder so. Ja, also, oder Steiermark oder sowas. Also jetzt nicht vielleicht, muss nicht unbedingt ein Bundesland sein, aber eben so ein, zwei Landkreise nebeneinander, ne? So ein gewisses Gebiet von einigen Dutzend Kilometern Größe, Ausdehnung. Also wir haben diesen Fluss, der führt hier einmal mitten durchs Hochgebirge. Ich gehe mal einmal von Süd nach Nord durch. Und ihr seht schon, ne, hier fließen so ein paar Seitenarme dann noch ab. Und dann endet es irgendwo im Hochgebirge. Hier wird es dann tatsächlich höher. Der Fluss wird auch ein bisschen schmaler nach hinten raus. Der ist am Anfang noch deutlich breiter. Und jetzt können wir ja mal so ein bisschen die Städte uns angucken. Die Städte habe ich benannt nach entweder bestimmten Eigenschaften der Regionen, in der sie liegen, oder als Anlehnung an echte Städte in Österreich. Warum ich mich jetzt so auf Österreich eingeschossen habe, hat keinen speziellen Grund. Ich wollte, wie gesagt, eine Alpenregion haben und ich habe mich jetzt halt einfach, habe jetzt einfach Österreich als Vorbild genommen. Ich hätte auch die Schweiz nehmen können oder Süddeutschland. Das war jetzt einfach nur willkürlich, ehrlich gesagt. Oder auch Italien hätte ich auch nehmen können, Norditalien. Ich fand das eigentlich ganz nett so, da können wir uns, glaube ich, alle so ein bisschen mit identifizieren zumindest. Ich meine, ich bin Berliner, ich bin jetzt auch nicht irgendwie Süddeutscher oder Österreicher, aber die Namen verstehe ich, das sind deutsche Namen, das sind jetzt nicht irgendwie dann italienische Namen, die man sich vielleicht nicht so gut merken kann. Und ich finde, da kann man ganz gut auch beschreibende Namen draus machen. Also hier, ich komme gleich dazu, was ich damit meine. Hier im Süden ist, als südlichste Stadt ist Lenz, ist angelehnt an Linz, also an die österreichische Stadt. Ist auch wieder mal, die Städte sind automatisch generiert, das ist wieder mal so ein bisschen Hakenkreuz ähnlich. Das tut mir leid, das werde ich bestimmt gleich dann noch umbauen. Merkt euch die Städtenamen, ihr dürft Bürgermeister von einer dieser Städte werden und ihr könnt ja dann mal überlegen, welche ihr da gerne hättet und das einfach in die Kommentare schreiben. Hier, Daumen heben, Hand heben, hier, ich will Lenz bitte, Lenz will ich der Bürgermeister sein. Schreibt mir das einfach in die Comments. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja, Lenz ist so ein bisschen die Kornkammer, ihr seht schon, hier sind relativ viele Bauernhöfe. Und eine große Lebensmittelfabrik, aber auch ein paar Holzfäller-Stationen. Das heißt, es ist hier wirklich landwirtschaftlich geprägt, der Süden auf der Ostseite. Wir müssen ja auch so ein bisschen gucken, dass wir uns orientieren. Also, ne, das hier ist Süden. Dadurch, dass die Karte lang ist, kann man wirklich Süd nach Nord ganz gut durchgehen. Und wir sind auf der östlichen Flussseite von der Esch. Die Esch ist der Fluss, der hier durchfließt. Das ist nicht die Donau. Deswegen heißt dieses Land auch Eschtal. So, auf der Westseite der Esch haben wir Aschenberg, habe ich es genannt. Ich würde es, glaube ich, lieber Aschbergen nennen. Das klingt irgendwie geiler. Und bitte nicht in die Kommentare schreiben, ich wäre gerne der Bürgermeister von Aschberg. Das ist nämlich, so heißt die Stadt nicht, der ist Aschbergen. So. Warum heißt die so? Weil das die Kohleberge sind, die hier drumherum liegen. Man sieht schon, hier ist eine massive Kohlefabrikation. Ich habe natürlich die Industrien auch selber gesetzt. Und ganz ehrlich, nicht weiter sagen. Aber wenn es mir nicht passt, dann kann ich mir auch noch selber Industrien bauen mit Blackjack und Nutten. Hier, also ich habe eine Mod installiert, die mir erlaubt, Industriegebäude selber zu setzen. Also auch im Spiel noch. Das ist aber, glaube ich, relativ... Ist das teuer? Das kostet, naja... 100.000, 200.000, das geht. 23.000. Okay, so teuer ist das nicht. Kann ich also machen, falls ich irgendwo was dringend brauche noch. Das behalte ich mir mal vor. Genau, also Aschbergen, verdammt, jetzt komme ich durcheinander mit dem Namen, liegt hier schon im ersten Hochgebirgsgegend und hier ist jede Menge Kohle. Das können wir uns schon mal merken. Das wird ein Bergwerksstandort sozusagen. Also hier werden wahrscheinlich relativ dicke Zuglinien durchführen, weil hier jetzt schließlich die Kohle abtransportiert werden muss. Hier in der Nähe ist kein Stahlwerk direkt, das ist erst weiter nördlich, das heißt, da müssen wir auf jeden Fall irgendwo anders hin mit dem ganzen Zeug. Genauso wie die Nahrung, die kann natürlich in Lenz verbraucht werden, aber ich glaube, Lenz wird nicht die komplette Nahrung verbrauchen, die hier produziert wird. Das können wir also noch ein bisschen nach Norden transportieren, zu anderen Städten. So, hier kommt Forstau.
Forstau möchte ich gerne noch umbenennen, Entschuldigung. Ich mache das jetzt gerade so ein bisschen in Forstenau. Das klingt irgendwie einfach ein bisschen natürlicher. Forstenau ist eine Stadt mitten in einem riesigen Waldgebiet. Hier ist auch ein bisschen Holzabbau und ein Sägewerk. Aber vor allen Dingen ist Forstenau liegt an so einem Grat, wo hier sozusagen durch so eine gewundene Straße ist hier verbunden. Die sind die einzigen richtigen Ölfelder hier im Süden des Landstrichs von Eschtal. Liegen hier drei solche Ölfelder. Ich sehe gerade, dass hier irgendwie sind irgendwelche komischen Hangrutschungen passiert. Das verdammt, habe ich vergessen, im Terraforming das wieder ein bisschen gerade zu machen. Ich habe mit diesen runden Stempeln sozusagen teilweise die Berge noch ein bisschen hübscher gemacht. Das sieht man hier in Ansätzen auch noch so leicht. Ich habe auf der Vorderseite habe ich das alles wieder ein bisschen ausgeglichen mit Terraforming. Hier auf der Rückseite habe ich es vergessen. Da ist eine schlimme Hangrutschung passiert. Man sieht hier unten schon, da ist es runtergerutscht, das ganze Material. Nun, genau, also hier ist jede Menge Öl. Das Spiel schlägt mir einen Bulldozer vor, will ich aber gar nicht. Hier ist auch eine Raffinerie. Haben die natürlich in Forstenau schlauerweise gebaut, weil sie haben ja die ganzen Ölquellen in der Nähe. Ich habe die Industrien eben auch teilweise mal ein bisschen anders gesetzt, als das Spiel das automatisiert machen würde. Weil ich finde, dass das teilweise einfach unglaublich unlogisch ist, wie die Sachen gesetzt sind. Hier ist immer noch relativ viel random. Also ich habe auch ungefähr die Hälfte aller Industrien random verteilen lassen. Aber ich habe so knapp 20, 25 Industriegebäude habe ich manuell gesetzt. Einfach um eine gewisse Logik und auch ein gewisses, so eine Historie dieser Spielwelt da reinzukriegen. So, also hier ist Forstenau. Forstenau ist eben ein Waldgebiet umgeben und hier ist jede Menge Öl. Forstenau wird ansonsten aber eine Durchfahrtsstadt sein. Denn Forstenau liegt an dieser Mittelinsel hier. Die hat noch keinen Namen. Wenn ihr eine Idee habt, wie diese Insel heißt, die einzige Insel in der Esch, also die Esch ist ja dieser riesige Fluss hier, diese Insel, die hat noch keinen Namen, können wir gerne noch einen beisteuern. Ich meine, ich kann die jetzt nicht irgendwie benennen oder so, aber wenn ihr mir einen Namen vorschlagt für diese Insel, werde ich den natürlich benutzen im Laufe des Let's Plays. So, genau, also hier wird Durchfahrt sein, weil wir wollen von Süden nach Norden. Alle Strecken werden mehr oder weniger von Süden nach Norden führen in dieser Welt, weil ja die ganze Welt so angeordnet ist wie eine Perlenkette. Das war auch wirklich ein Gedanke, weil dadurch eine gewisse innere Logik der Welt entsteht, die glaube ich, ganz schön ist zum Zugucken und für mich auch zum Ausbauen. Genau, also hier wird irgendwie eine Bahn durchführen und eine Autobahn und sonst was und hier über die Esch wird hier sich eine Brücke spannen. Das tut sie ja auch jetzt schon. Die werden wir aber sicherlich noch ein bisschen schöner bauen. Ihr seht auch nur so am Rande, wir fangen im Jahr 1900 an. Ich hatte keine Lust auf 50 Jahre Pferdefuhrwerke, ganz ehrlich. Ich wollte irgendwie zu einer Zeit anfangen, wo schon ein bisschen was wenigstens da ist von moderneren Fahrzeugen. Und ich sage auch nicht, dass ich die Zeit normal laufen lasse. Es kann auch sein, dass ich in den 1930er Jahren dann sage, so jetzt pausieren wir mal die Zeit und spielen mal ein Weilchen in der Epoche. So, jetzt kommen wir nach Hirschheim. Hirschheim ist einfach ein schöner Name. Das ist war früher mal halt hier Jagdgebiet. Hier waren große Wälder. Das ist alles abgeholzt worden, um die Stadt zu bauen. Hirschheim liegt dann jetzt wieder auf der Westseite. Hirschheim ist so ein bisschen die Werkzeugmanufaktur des Landes. Hier gibt es zwei Werkzeughersteller. Hier gibt es aber auch noch Kohle und Stein. Also es ist, weil hier die steilen Berge anfangen. Ich habe hier den Berg so ein bisschen in Schichtungen gebaut. Ich bin ja Geologe, deswegen kann ich nicht aus meiner Haut. Und wenn ich so eine Welt komplett von Null auf erschaffe, dann versuche ich es auch geologisch so ein bisschen interessant zu gestalten. Deswegen habe ich hier so ein bisschen terrassiert mit so Terrassen das Gebirge gestaltet. Also da ist irgendwie Tektonik passiert, scheinbar. Hier ist sowieso Tektonik passiert, denn bei Hirschheim, das ist, wenn man hier mal von oben drauf guckt, ganz eindeutig eine laterale Verschiebungszone. Entschuldigung, Geologen-Kauderwelsch. Aber was das bedeutet ist, dass offensichtlich entlang der Esch, also entlang des Flusses, sich die komplette Landschaft verschoben hat. Man sieht hier, das ist linkslateral. Das heißt, die jeweiligen Seiten, also hier gucken wir mal diese Südseite, Entschuldigung, ich will euch jetzt nicht verwirren. Wir lassen das jetzt mal so hier in der Ausrichtung ganz normal. Süden ist unten, Norden ist oben. Diese Westseite hier,
die hat sich offensichtlich nach oben verschoben, während die andere Seite sich nach unten verschoben hat, weil hier dieses Gebirge sozusagen eigentlich mal zusammenhing. Die Esch hat sich da aber durchgegraben und irgendwann gab es halt ein Erdbeben quasi, also eine tektonische Verschiebung. Und in dieser Verschiebungszone liegt mehr oder weniger Hirschheim. Da seht ihr auch schon, wir haben da so ein kleines Problem, weil eine Bahnlinie und auch eine Autobahn, die von Süden nach Norden führt, wird hier auf beiden Seiten so ein bisschen erschwert durch dieses Gebirge, was bis an den Fluss ranreicht. Vor allen Dingen natürlich auf der Ostseite, wo das Gebirge wirklich ins, mit einer Steilklippe, bisschen wie die Lorelei am Rhein, ins Wasser reicht. So, aber Hirschheim haben wir uns angeguckt. Hirschheim ist sozusagen der nächste Ort an dieser Engstelle. Das heißt, hier sozusagen wird es, glaube ich, ganz interessant, wie wir dann verfahren mit Schiffen oder mit Bahnen, da weiterzukommen. So, jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind hier irgendwie durchgekommen mit Tunneln oder mit Brücken oder sonst was oder Schiffen. Jetzt kommt erstmal eine ganze Weile nichts. Hier ist erstmal so ein bisschen Freiraum. Hier gibt es so ein bisschen Industrie. Vielleicht baue ich hier auch noch mehr Industrie. Es kann sein, dass das irgendwie an der Stelle auch Sinn ergibt. Hier ist auf jeden Fall ein Talkessel, der nicht geöffnet ist nach Süden, sondern nur nach Norden und nach Nordosten. Das heißt, von hier kommen wir nicht nach Grünalm. Grünalm liegt erhöht sozusagen, also es ist eben in diesem Talkessel. Sieht ein bisschen aus wie ein Krater. Ich habe mir schon überlegt, ob das hier sozusagen, es ist zwar Österreich, es macht überhaupt keinen Sinn, weil es da keine Vulkane gibt und keine vulkanische Aktivität, aber ob das nicht vielleicht so eine Art Kraterbereich ist, also wie so ein erloschener Vulkan oder so. Könnt ihr ja mal sagen, ob ihr das cool findet. Grünalm ist auf jeden Fall sehr abgeschieden, weil es eben kaum erreichbar ist, dadurch, dass es umgeben ist von diesen hohen, steilen Felsen. Ist aber relativ reich an Rohstoffen, weil hier hinten relativ viel Stein abgebaut wird in dieser Grube sozusagen, die hier weiter hinten ist. Ist ja auch so ein bisschen, ja, sieht jetzt nicht wirklich aus wie eine Grube. Aber diese Alm sozusagen, diese Hochebene, da gibt es viel Stein. Stellt euch einfach vor, hier wo die Karte zu Ende ist, hier sind noch Geröllhaufen und riesige Felsen und Berge und so. Deswegen gibt es hier so viel Kies und Stein. Dann gibt es hier auch noch ein bisschen Holz. Ich sehe gerade, hier sind nicht so viele Bäume, aber habe ich vergessen, noch ein paar Bäume hinzupflanzen. Aber dafür gibt es hier genug Bäume, die holen die dann da hinten. Ist egal, bei Grünalm. Genau, also Grünalm ist eine meiner Lieblingsstädte, ehrlich gesagt, jetzt schon. Finde ich cool, also auf die habe ich irgendwie Bock, die auszubauen und zu verbinden. Die ist nämlich nur zu verbinden eigentlich über Tunnel oder über dieses wunderschöne Tal, das, wenn man da so durchfliegt, so ein bisschen aussieht wie die Hubschrauber-Szene aus dem ersten Jurassic Park, wo sie auf die Isla Nublar, heißt die, glaube ich, oder? Ist das die erste Insel? Ich weiß es nicht genau. Fliegen mit dem Hubschrauber und durch diese Täler fliegen da. Sehr, sehr hübsch. So, aber wir sind eigentlich sozusagen immer noch auf dem Weg, die Städte alle mal abzugehen. Wir sind jetzt auf der anderen Seite dieser Engstelle hier. Ich nenne sie mal den großen Bruch oder so. Der große Bruch, das ist das hier. Na, keine Ahnung. Die große Verschiebung. Die große Verschiebung. Denkt euch mal einen schönen Namen aus dafür. Hier irgendwie, was hier passiert ist. So, habe ich ja erklärt, tektonische Verschiebung. Genau, das sind wir auf der anderen Seite. Jetzt gibt es auf der West- und auf der Ostseite zwei Städte, die relativ nah beieinander liegen. Nämlich einmal Vierlingen. Vierlingen heißt so, wegen der viereinhalb sehr steilen Berge, die angelehnt sind an die Dolomiten in den Alpen. Das ist dann zwar schon Südtirol, beziehungsweise Norditalien, aber ich finde, die Dolomiten sind einfach so wunderschöne, ist so ein wunderschöner Gebirgsteil der Alpen, dass ich das gerne nachbauen wollte. Deswegen die vier Riesen sozusagen, und da unten am Fuße der vier Riesen sind die Vierlinge. Auch hier wird wieder viel Stein abgebaut und ich bin besonders stolz auf meine Schuttfächer. Ich habe hier nämlich tatsächlich Schuttfächer am Fuße der Berge gebaut. Googelt mal Dolomiten, dann werdet ihr sehen, was ich da gemacht habe. Also das ist einfach das Geröll, was von diesen riesigen Kalksteinbergen runterkommt, regelmäßig. Das sammelt sich in solchen aufgefächerten Formationen am Fuße der Berge. Habe ich hier auch nochmal gemacht. Hier nochmal einen kleinen Schuttfächer mit ganz vielen Findlingen und so Felsen und Kies. Fand ich eigentlich ganz cool. So, genau. Dann geht's von hier aus auch durch so ein enges Tal. Sowas haben wir hier relativ häufig auf der Map in unserem Gebiet.
geht's hier rein in Richtung einer großen Stahlfabrik, die hier in so einem nächsten kleinen Tal liegt. Das heißt, da müssen wir gucken, wie wir das ganze Eisenerz von den hohen Bergen hier nach hinten schaffen und wie wir die ganze Kohle vor allen Dingen, die hier hinten ja bei Aschbergen abgebaut wird, wie wir die da hinbekommen. Also das wird nochmal eine leichte Herausforderung werden. So, Vierlingen haben wir erklärt, genau. Dann kommt Klosterburg. Klosterburg ist einfach ein schöner Name, so typischer Alpenraumname. Da gibt es halt ein Kloster. Ich meine, das sieht man jetzt hier nicht in der Grafik, weil ich habe kein Kloster-Asset, was ich da hinsetzen kann, also kein Klostergebäude. Aber theoretisch gibt es hier ein Kloster und nach dem ist die Stadt benannt, Klosterburg. Das ist ein befestigtes Kloster, deswegen auch der Name Klosterburg. Und ich habe so ein bisschen aufgrund der Lage, das ist eine der wenigen Städte, die wirklich viel Platz haben, vielleicht noch Vierlingen auch, wird das wohl so ein bisschen die Hauptstadt sein. Ich will schon versuchen, dass dadurch, dass auch alle Bahnlinien mehr oder weniger ja hier durchführen müssen, würde ich schon ganz gerne Klosterburg auch zu so einer richtigen Großstadt ausbauen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Da müssen ja auch die Bürger mitmachen. So, also wer sozusagen das Klosterburg ist, habe ich entschieden, ist die Hauptstadt dieses Landstrichs. Also sozusagen die Verwaltungshauptstadt. Das heißt, wer der Bürgermeister von der Verwaltungshauptstadt sein will, der darf der Bürgermeister von Klosterburg sein. So, dann kommt Eschfelden. Eschfelden ist auch nochmal so ein bisschen landwirtschaftlich geprägt. Hier sind zwei große Landwirtschaftsbetriebe. Es ist relativ viel Weideland in der Umgebung. Die Esch ist ja wie gesagt der Fluss. Felden, naja gut, hier sind halt Felder. Sehr kreativ, die Bewohner dieser Landschaft. Also auch Eschfelden ist, glaube ich, sehr lauschig hier so direkt am Wasser. Das Besonderste ist an Eschfelden, dass sie eine große Maschinenfabrik haben, die versorgt werden muss mit Stahl und Holz, also Holzbrettern. Das müssen wir erstmal hinkriegen, denn Eschfelden selbst braucht diese Maschinen. Und auch Liebing an der Esch, so ein typischer Ander-Name. Es gibt ja Braunau am Inn, glaube ich, ne? Und es gibt ja noch ein paar andere, Frankfurt am Main und solche typischen Städte, die dann eine Benennung haben, die an dem Fluss sozusagen sich ausrichtet, der da vorbeifließt. Und ich dachte, Liebing ist ein schöner österreichischer Ortsname oder auch deutscher Ortsname, und den man sich gut merken kann. Und Liebing an der Esch ist so ein bisschen die nördlichste Stadt in der Eschregion, im Eschtal. Denn dann endet sozusagen der bewohnte Bereich. Dann gibt es nur noch so kleine Bergdörfer und sowas, die wir jetzt hier nicht sozusagen mehr mit drin haben. Ich sehe gerade, hier sind irgendwelche verirrten Straßen. Die sind da leider gelandet von Industrien, die ich dann wieder gelöscht habe, weil ich wollte hier oben keine Industrien haben, die das Spiel automatisiert dahingesetzt hat. Irgendwelche Stahlfabriken oder sowas, Stahlwerke. Weil da komme ich ja nie ran mit irgendwelchen Zügen oder so. Ist auch albern, da baut ja keiner ein Stahlwerk oben auf die Alpen. Ist völliger Quatsch. Genau, also hier fließt die Esch weiter, da geht es dann tiefer ins Hochgebirge. Und hier fließt dann so ein Seitenarm der Esch. Da weiß ich auch noch nicht, wie der heißen soll. Könnt ihr mal sagen, hier sind zwei Seitenarme. Einer fließt nach Westen, einer nach Osten. Und dieser Seitenarm, der nach Osten fließt, der bringt uns dann von Liebingen an der Esch nach Bruchlauf. Und Bruchlauf ist auch nochmal so ein bisschen wie Grünalm, also wie die Stadt hier. So ein bisschen abgeschiedener im Hochgebirge sozusagen. Und hier gibt es auch nochmal Ölquellen, sowie eine Treibstoffraffinerie, die sie da noch hingebaut haben. Dummerweise sind die Menschen sehr dumm in dieser Region. Das ist jetzt kein politischer Kommentar oder sonst was. Oder Rassismus. Das ist einfach in diesem Spiel so. Die haben nämlich eine Treibstoffraffinerie direkt neben Ölfelder gebaut, ohne dass da eine Ölraffinerie direkt daneben ist. Die ist hier unten am Fluss. Also da muss man vielleicht mal ein bisschen Arbeit reinstecken, um hier tatsächlich Treibstoff zu produzieren. Genau, Bruchlauf ist meine zweitliebste Stadt vielleicht nach Grünalm, denn die Bruchlaufer haben sich überlegt, Mensch, da ist so eine steile Klippe, da bauen wir unsere Häuser doch mal direkt dran. Einfach so direkt dran. Da kann nichts passieren. Aber auf der anderen Seite, die Aussicht ist natürlich fantastisch. Hier auf den Bruchlauf letztlich. Also das ist hier, wie auch immer dieser Seitenarm heißt, es ist ein riesiger Grabenbruch durchs Land.
Und da hat sich der Fluss über die Jahrtausende reingefräst und jetzt sieht das so aus. Genau, das ist unsere letzte Stadt, Stadt Nummer 10. Ich kann sie nochmal öffnen. Hier ist die Städtestatistik. Wir gucken mal, die Städte sind alle sehr, sehr klein. Da muss ich noch einiges tun. Genau, und die größte Stadt ist tatsächlich Bruchlauf momentan. Aschbergen ist die zweitgrößte Stadt. Grünalm und so weiter kommt danach. Aber das wird sich ja noch ändern, sobald wir da eingreifen in die Städte. So, das ist Eschtal. Das ist unsere Region. Damit werden wir uns jetzt die nächsten Folgen beschäftigen. Ich hoffe, es wird ähnlich lang wie unser letztes Let's Play, beziehungsweise unsere letzte Staffel. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich jetzt hier irgendwie die aktivierten Mods mir angucken kann. Das geht, glaube ich, gerade nicht. Ich kann euch aber vielleicht nächstes Mal so ein paar Mods einfach sagen. Ich kann euch auch zwischendurch ein paar Mods sagen, die ich aktiviert habe. Das gucken wir uns dann vielleicht nächste Folge an. Jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal in eine kleine Pause. Ihr sagt mir, wenn ihr Bock habt, Bürgermeister von einer der Städte zu sein. Ich mache es nochmal auf. Das sind die Städte. Leider nicht nach Reihenfolge von Süd nach Ort geordnet, aber ihr habt es ja alle mal gesehen. Sonst spult ihr das Video halt mal zurück. Und sagt mir, was ihr da gerne hättet. Weil dann seid ihr sozusagen der Schirmherr dieser Stadt. Und wenn ich irgendwie Mist baue in der Stadt, dann dürft ihr mir da gerne auf die Finger klopfen oder sagen, nee, wie wär's denn, Dennis, bau doch da mal einen größeren Bahnhof. Oder wäre doch cool, wenn du die Stadt jetzt endlich mal mit der zweiten Ressource auch noch versorgst. Kümmer dich doch da bitte nächste Folge mal drum. Und so weiter. Oder wir hätten gerne eine Fähre zur gegenüberliegenden Stadt oder so. Unsere Bürger verlangen danach. Ja, solche Sachen könnt ihr mir dann einfach sagen. So, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Das war lang genug. Nächste Folge erzähle ich ein bisschen was zu den aktivierten Mods. Es sind über 20 Stück. Also ich habe es ein bisschen übertrieben. Wenn man sich einmal im Steam Workshop umschaut, dann findet man viele Mods, die cool sind. Einige habt ihr ja schon gesehen so ein bisschen. Also unter anderem kann ich eben Industrie selber bauen, wenn ich das möchte. Das ist schon mal ganz cool. Aber da sind noch viel mehr drin, ne? Und die werden wir sowohl im Spiel nach und nach sehen, als auch werde ich ein bisschen drüber reden beim nächsten Mal. Abschließend lässt sich noch sagen, ich würde gerne, ihr habt ja gesehen, ich habe mir hier extrem viel Mühe gemacht, das alles so zu bauen und vorzubereiten. Ich will das auch ein bisschen mehr noch schön bauen als bei der letzten Staffel. Da ging es mir eher darum, das Spiel kennenzulernen und mal so ein bisschen die Städte alle zu verbinden und so. Es wird jetzt hier auch darum gehen, die Industrien und die Städte miteinander so zu verbinden, dass es spielmechanisch Sinn macht, also dass die Städte wachsen, dass sie versorgt werden, dass wir Geld verdienen. Wir spielen auch nicht im freien Spiel, also wir müssen auch Geld verdienen. Ich habe auch den Schwierigkeitsgrad ein bisschen hochgedreht. Wir spielen jetzt auf Mittel, nicht mehr auf Leicht. Also das wird schon ein richtiges Spiel, eine richtige Partie Transport Fever. Nicht irgendwie so Schönbau, freies Spiel, Kreativmodus, den es ja auch gibt. Oder den man auch aktivieren kann. Aber ich will trotzdem versuchen, ein bisschen schön zu bauen. Also auch ein bisschen, ich habe mir auch Assets runtergeladen, die ich hier reinsetzen kann. Irgendwelche Deko-Elemente. Ich will das schon noch ein bisschen so ausstatten, dass es auch optisch was hermacht. Genau. So Leute, das war die lange, lange Einführung zu Eschtal, der zweiten Staffel von Transport Fever 2 hier bei den Spielkindern. Ich bin Dennis, ihr habt eure Anweisungen. Also, wer möchte welcher Bürgermeister sein? Von welcher Stadt? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich in alter Frische mit möglichst vielen von euch, die zuschauen, liken und kommentieren. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Ciao.